Servus, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück bei Shisha Taster. Ja, ihr fragt euch bestimmt jetzt sicher, wieso sitze ich jetzt hier so vor der Kamera ganz nah dran. Ihr habt bestimmt gelesen, es geht heute nicht um ein Tabak-Review, Freunde, sondern wir haben heute mal was anderes am Start, nämlich den Shisha-Ofen, den One-Smoke-Shisha-Ofen. Deshalb habe ich mich erstmal hier ein bisschen näher an euch rangesetzt, damit ich das Ganze mal präsentieren kann, aus der ganz nahen Perspektive hier, damit ich mich nicht hier von hinten komplett hier rüberschmeißen muss über den Tisch. So, One-Smoke-Shisha-Ofen, Freunde, was soll das Ganze sein? Wir haben bestimmt schon mal in den letzten Tagen in den ganzen Gruppen und mal hier ein bisschen unterwegs gescrollt, gelesen. Manche Leute haben hier so einen netten Aufsatz wie ein Lotus für einen Tonkopf oder auch Hotshot und rauchen das ganze Ding mit nur einer Kohle. Wie soll das funktionieren? Und genau das bringt uns hier dieser One Smoke von Shisha Ofen, nämlich ein Aufsatz für den Tonkopf oder Hotshot, den man nur mit einer einzigen Kohle betreiben kann. Ob das funktioniert, wie das funktioniert und ob das gut ist, testen wir heute hier mal aus und wir legen auch direkt mal hier los, Freunde, ganz ehrlich. Wir haben unseren Aufsatz, unser Lotus-Aufsatz, der kommt in zwei Teilen, einmal unser Deckel und einmal unser Untersatz, quasi der Lotus selber hier. Kommt in zwei Zippern, geliefert zu euch nach Hause, war zumindest bei mir so, ich habe jetzt nicht direkt bei One Smoke bestellt. Mit einer Gebrauchsanweisung, einmal hier shishaofen.de, Gebrauchsanweisung, was man nicht machen soll, was man machen kann oder was gut ist und für die Anfänger unter uns oder die noch nie irgendwie so einen Lotus in der Hand gehalten haben, einmal sogar eine Bilderserie vom Kopfbau bis zum Ende, wie das ganze Ding draufsetzt. Also ganz coole Geschichte hier, finde ich wirklich gut, was man wirklich beachten sollte, was man nicht machen soll, was man machen kann. So, wie schon gesagt, wir haben einmal hier für unseren Tonkopf die Geschichte. Das heißt, wir können hier ganz ohne Probleme das Ganze hier draufsetzen und dann sieht das Ganze hier so aus. Aber auch für unseren Hotshot, Freunde. Das heißt, wir können auch das Ganze hier auf dem Hotshot draufsetzen und gib ihm das Ganze hier. Also für die Köpfe, wo wir noch keinen Lotus oder einen Aufsatz hatten, ist das hier das perfekte Ding. Von der Größe erstmal her. So, das Ganze hier kostet 34,95 für euch, für jeden. Ist nicht gerade ganz günstig, das heißt, ihr müsst schon etwas tiefer jetzt in den Geldbeutel greifen. Manche sagen, hey, 35 Euro ist viel zu viel für mich. Die anderen sagen, hier ist ganz, ganz billig das Teil. Also für mich, meiner Meinung nach, ist es schon nicht gerade günstig. Aber wenn das ganze Ding funktioniert, ist es auf jeden Fall keine schlechte Idee und kein schlechter Preis. So, wir haben unser Unterteil, wo wirklich hier quasi nur eine Kohle reinpasst. Und wie ihr sehen könnt, sind hier auch diese kompletten Rillen, wie zum Beispiel bei einem MIG Razer, damit eure Kohlenstück, damit eure Kohle nicht ausgeht, damit die quasi Luft von unten bekommt. Was gut ist, weil zum Beispiel bei mir manchmal dem originalen Lotus von Kalut geht die Kohle einfach unten aus. Und hier soll diese quasi diese Rillungen sorgen dafür, dass Luft drunter kommt, dass die Kohle Luft bekommt und dass das Ganze hier glüht. Wir haben quasi einmal rundherum die ganzen Löcher, damit die Kohle die Hitze geben kann. Und von der Unterseite sieht das Ganze so aus. Ist schon ein bisschen dreckig, habe schon ein bisschen hier rumprobiert. So, unser quasi Deckel, hier einmal One Smoke Aufschrift, wird quasi drauf gesteckt und so ergibt unser kompletter Lotus. Wir haben natürlich einmal wie beim normalen Lotus auf und zu, aber jetzt nicht zum Beispiel oben, sondern oben bleibt das hier alles auf, sondern wir haben unser Robotergesicht hier und wir können den Mund aufmachen und den Mund auch zumachen. Das heißt, wenn ihr viel zu viel Hitze bekommt, wenn ihr merkt, oh nee, einmal Mund auf und wenn ihr beim Anrauchen seid, einmal den Mund zu und gib ihm das Ganze. Natürlich kann man auch komplett ohne den Deckel rauchen, einfach nur offen. Aber habe ich nicht probiert. Mit Deckel habe ich geraucht das Ganze. Das heißt, schickt. Also ich würde den Deckel jetzt nicht abnehmen. So, das erstmal zum ganzen Ding hier, wie das ganze Teil hier aussieht, wie das hier alles funktioniert. Wie gesagt, kann man auf den Tonkopf draufsetzen, kann man auf den Hotshot draufsetzen. In der Gebrauchsanweisung steht, Tonkopf hier ein bisschen unterm Rand bauen, nicht auf Vollkontakt. Ich habe das Ganze auf Vollkontakt gebaut, das Ganze auf Vollkontakt probiert. Das heißt, man kann es auch im Vollkontakt rauchen. So,
Das erstmal zu den Dingen hier. Preislich, wie das Ding aussieht und wie es funktioniert. Und ich würde sagen, ich baue mir jetzt erstmal ein Köpfchen, setze mich mal hinten hin, rauche das ganze Ding mal an und wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Beim Rauchen. Bis gleich. So Leute, ich bin wieder back. Ich habe das ganze Ding mal hier angequalmt, geraucht wird in der NPS. Stinknormaler Brohut-Tonkopf. Das Ding hier oben drauf und gib ihm. Eine Black Coca-Cola habe ich drin. Kopf gebaut habe ich nicht bis zum Rand, sondern wie jetzt in der Gebrauchsanweisung diesmal. Bisschen unterm Rand. Das ganze Teil hier mal aufgesetzt und muss sagen, die Anrauchphase ist etwas länger, als wenn ihr jetzt mit Kamin und drei Kohlen raucht. Ja, es hat etwas länger gedauert, bis ich das ganze Ding hier mal zum Laufen gebracht habe. Aber in der Gebrauchsanweisung steht auch nochmal, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn ihr das Teil hier ohne Deckel einmal auf den Kohlenanzünder mit eurer Kohle drauf legt und einfach nur komplett heiß auf den Kopf packt, dann läuft das ganze Ding viel schneller und sofort an. Nichtsdestotrotz habe ich das ganze Ding kalt aufgesetzt, weil ich mag es nicht eigentlich, meinen Lotus mit jetzt hier auf den Anzünder zu packen und dann heiß zu transportieren. Deshalb hat das etwas länger gedauert, aber jetzt läuft das Ding brutal, Freunde. Also ich zeige euch mal das Ganze hier, die Rauchentwicklung habt ihr jetzt bestimmt gesehen, aber noch einmal zur Demonstration. Raucht, als ob ihr hier entweder mit drei Kohlen raucht oder ihr mit einem Lotus und drei Kohlen oder. Also volle Pulle ist da, der Geschmack ist da, es kratzt nicht und drückt nicht. Ihr könnt das Ding ohne Probleme hier mit eurer Zange regulieren, einmal drehen, rechts, links, Mund auf, Mund zu, wie ihr es gerade braucht, Freunde. Und das nur mit einer Kohle. Ich habe natürlich das Ding auch schon vorher getestet, habe ich ja schon gesagt, um ungefähr die Rauchdauer festzustellen. Und ich habe den Kopf ohne Probleme eine Stunde, wirklich eine Stunde habe ich das ganze Ding durchgequarzt. Am Ende natürlich etwas weniger Rauch, der Geschmack geht ein bisschen nach unten. Aber das ist normal, das ist auch beim Kamin so, wenn ich jetzt eine Stunde rauche, dass der Kopf irgendwann nicht mehr so läuft wie am Anfang. Und das Ganze hier mit einer Kohle, muss ich sagen, Freunde, es funktioniert. Also für die, die gedacht haben, boah, da, zum Beispiel ich habe wirklich gedacht, eine Kohle, Tonkopf, weiß ich jetzt nicht genau. Es funktioniert ohne Probleme. Also der Geschmack ist, wie gesagt, voll da, alles ist da. Ihr könnt das Ding quarzen. Da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Ich ziehe jetzt noch einmal. Hammer. Also, Freunde, für die Leute, die sich unsicher waren, definitiv mein Fazit, das Ding läuft. 35 Euro sind jetzt nicht wenig, aber auch nicht sehr, sehr viel. Man kann sich das Ding natürlich auch ein bisschen günstiger abgreifen. Manchmal haben die Online-Stores alle mal ein bisschen Angebote, 15% da, 15% hier. Und einfach mal ausprobieren für die Leute, die wirklich darauf heiß sind. Definitiv, Kaufempfehlung ist da, Freunde. Für die Leute, die hier ein bisschen Sparfuchs unterwegs sind, so wie ich, ist das auf jeden Fall eine geile Sache. Das war's auch schon, Freunde, mit dem Review. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wie immer, abonnieren für noch mehr neue Videos und wir sehen uns schon bald wieder. Bis dahin sage ich adieu, immer schön tasty bleiben. Macht's schön gut. Haut rein, euer Shisha-Tester.